Liebe Kollegin, lieber Kollege, schön, dass Sie zuschauen, auch wenn ich Sie nicht sehe. Aber ich bin gut im Imaginieren und im Erzählen übrigens auch. Aber ich will keine lange Vorrede halten. Sie haben diesen Film angeklickt, weil Sie interessiert, wie das Konzept von Herausforderungen jetzt im Schulbuch aussieht. Am Beispiel von Herausforderung 5. Wir blättern es dazu einfach durch. Ich hier, das meine, und Sie zu Hause Ihres, wenn Sie mögen. Außerdem wird es im Film auch noch das digitale Schulbuch zu sehen geben von der Verlagshomepage von Claudius. Das können Sie sich zu Hause auch angucken. Für alle einleitenden Fragen zum Konzept und zu den Autorinnen, zum Lehrplan, finden Sie die Informationen in dem einleitenden Film. Ich tue jetzt gleich mal so, als hätten Sie ihn schon gesehen. So, schauen wir uns doch erst einmal auf Seite 4 das Inhaltsverzeichnis an. 5 Kapitel durchnummeriert. Wenn Sie sie mit dem Lehrplan vergleichen, werden Sie feststellen, es ist inhaltlich das Gleiche, auch in der gleichen Reihenfolge. Darauf haben wir nach zwei anderen Versuchen dann doch sehr geachtet. Aber die Formulierungen sind ein wenig anders. Das soll einfach nur signalisieren, wir haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt, wir haben einen Schwerpunkt gebildet und den sehen wir hier jetzt auch. Leben in Gemeinschaft ist das Einstiegskapitel am Anfang eines neuen Schuljahres in einer neuen Schulart, eigentlich ganz selbstverständlich. Bibel, Buch des Lebens. Das zweite Kapitel hängt eng zusammen mit dem dritten, Lebenswege mit Gott als Begleiter. Das ist sozusagen die Außenseite und die Innenseite der Bibel. Im vierten Kapitel geht es um die Zeichen des Glaubens, haben wir gesagt. Das ist gelebter Glaube heute in der Gemeinde, um Kirchgebäude, um Gottesdienst. Und im fünften schließlich kehren wir zum Individuum zurück, zu den Schülerinnen, Leben als Geschenk. Wie fühlt sich das an? Jedes Mal haben die Kapitel, auch das sehen Sie noch im Inhaltsverzeichnis, darunter dann eine Herausforderung. Da haben wir formuliert, was so die, in der Wissenschaft würde man sagen, die Forschungsfrage ist in dem Kapitel, also die Perspektive, unter der wir gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern durch den Stoff hindurchgehen wollen. Unten im Inhaltsverzeichnis sehen Sie noch zur Recherche und unsere beiden Icons, auf die wir auch ganz stolz sind. Die Brille weist auf den Sachteil hin, den ich später vorstellen werde. Und die Lupe steht immer da bei den Aufgaben oder im Text, wo die Schülerinnen und Schüler hinten im Namen- und Wörterverzeichnis etwas nachgucken können. Für einen ersten Eindruck blättern Sie doch einfach mit mir durch Kapitel 1. Wir bleiben jetzt nicht hängen, sondern wir versuchen mal einen Gesamteindruck zu bekommen. Es gibt ein Deckblatt. Es gibt eine erste Doppelseite mit Strichmännchen und Männchen. Eine zweite Doppelseite mit Text und Poster. Eine dritte mit Ausschnitten aus einem Bilderbuch. Die nächste ein Jugendbuch und Symbole. Wieder eine, ganz vollgepflastert mit kleinen Texten und kleinen Bildern. Eine Seite mit Kullern und eine mit Waagschalen. Ein Herz mit Flügeln und das Mädchen haben wir schon einmal gesehen. Ein Cartoon, eine Karikatur, ein Foto und Schluss. Ihr erster Eindruck? Sehr bunt, gell? Zusammengehalten wird das Kapitel durch den blauen Streifen oben. Der ist immer gleich. Im ganzen Kapitel gibt es einen Farbstreifen, der das Ganze ein bisschen beruhigen soll. Und auf der unteren Schiene entsprechend diese Whiteboards, über die wir nachher noch reden wollen. Das sind unsere Aufgabenkästen. Dazwischen haben wir Freiraum im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir haben ihn ausgefüllt, wie immer es uns richtig erschien, um Lernprozesse anzuregen. Nicht, weil uns die Bilder so schön vorkamen oder weil wir dachten, das ist das allerallerschönste Bild, das es gibt zu diesem Thema, sondern wow, daran können wir arbeiten. Ja, und genau das möchte ich Ihnen mit genau diesem Kapitel beweisen oder versuchen es zu beweisen.
Dann lassen Sie uns noch mal beginnen auf Seite 5. Da haben wir ein Deckblatt. Ein Deckblatt ist dazu da, die Schülerinnen und Schüler neugierig zu machen, erste Assoziationen zu wecken, ohne dass es schon in eine bestimmte Richtung gehen muss. Ich sehe also diesen kleinen Fisch aus dem einen Fischbecken rüberspringen wollen in den anderen, wo schon drei sind. Drüber steht Gemeinschaft. Ich glaube, da können mir ein paar Gedanken kommen. Die kann ich aufschreiben oder äußern oder für mich behalten. Ich möchte die Lehrerinnen und Lehrer gerne ermutigen, mit dieser ersten Seite ganz kreativ und ganz unbefangen umzugehen. Wir blättern um, die Seite 6 und 7. Auch hier ist es so, dass wir gerne einen etwas größeren Anlauf nehmen möchten in die Kapitel, um die Schülerinnen und Schüler wirklich zu involvieren. Auch hier wird noch nichts gelernt, in Anführungsstrichen, sondern es werden Assoziationen abgerufen, erste Ideen formuliert, Einleben ins Kapitel. Das ist uns ganz wichtig. Wenn wir uns auf der linken Seite die Grafik anschauen, einer rennt weg, hält sich die Ohren zu oder er hält sich den Kopf, der andere rennt ihm hinterher mit einem Herzen in beiden Händen. Manche haben schon gesagt, wieso fangt ihr mit sowas Negativem an? Ich muss sagen, ich persönlich finde das gar nicht negativ. Ich finde, es ist einfach eine schöne Spielart. Es geht hier um Beziehungen und es gibt solche und solche. Und es gibt Bedürfnis nach Beziehungen, es gibt auch Bedürfnis nach Einsamkeit oder Alleinsein. Und genau das alles könnte man sagen, wenn man dieses Bild anschaut. Das Doppelseitenprinzip bedeutet auch, ja, also die rechte Seite strahlt immer schon mit aus. Und auf der rechten Seite sehen wir nun sowas, wie man auf dem Sportplatz sehen kann. Das Team hat sich umarmt, steht im Kreis, feuert sich nochmal an. Eine Teamsituation. Und ganz unten wieder eine Kreissituation, die Hände alle nach oben gemeinsam. Wir haben also auf dieser Doppelseite drei ganz unterschiedliche Figurenkonstellationen und dazwischen noch ein bisschen Text, handschriftlich. Wenn man alleine ist, muss man nicht auf seinen Partner aufpassen, man ist schneller, man wird nicht abgelenkt. Das sind alles Impulse, die einen ansprechen können, die einen aber auch aufrufen können. Dazu will ich was sagen, das sehe ich aber ganz anders. Und schon sind wir im Gespräch. Und das ist das, was wir mit solch einer Einstiegsseite gerne erreichen wollen. Wir blättern um. Auf Seite 8 merken wir dann plötzlich, ach, es gibt ja doch auch was zu lesen. Der erste Sachtext. Wir finden das immer ganz wichtig, wenn lange Zeit Gespräch möglich war, auch Gespräch, ein inhaltlich schweres Gespräch, weil die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Erfahrungen einbringen. Dann aber bekommen sie auch einen Impuls von außen. Was ist Gemeinschaft? Ein Sachtext von Andreas Holzem. Und auf der Nebenseite schon wieder ein Poster, das jetzt nicht von einem Fachmann kommt, sondern das eventuell in einer Grundschule hängen könnte. Also da, wo unsere Schülerinnen und Schüler gerade herkommen. Beides als Herausforderung. Mit dem Sachtext, den muss ich mir erstmal erschließen. Mit dem Poster, das müssen wir jetzt upgraden, wir sind jetzt groß. Also ganz unterschiedliche Aufgaben mit Materialien, die ihrem Zweck dienen.